Hallo, liebe Freunde. Heute will ich in der Rubrik Der heiße Scheiß etwas erzählen über das Losverfahren oder, wie es auch genannt wird, die Demarchie. Der heiße Scheiß deshalb, weil hier Bürger ausgelost werden, die Entscheidungen treffen sollen zu bestimmten Themen. Der heiße Scheiß deshalb, weil es sehr aktuell ist und diese Form der Demokratie gerade in Europa auf niedrigem Level ausprobiert wird und Abhilfe für gewisse aktuelle Probleme schaffen soll. Das Losverfahren ist eine Art der Demokratie, und zwar Demokratie, den Begriff wird jetzt hier zum ersten Mal verwandt, kommt von Demos, heißt Griechisch, ich kann kein Griechisch, das habe ich mir angelesen. Demos heißt das Volk und Kratos heißt die Gewalt, also zusammengesetzt Demokratie, Volksgewalt. Das wird oft synonym für die Republik verwandt. Wir hatten in einer der letzten Sendungen hatten wir über die Römische Republik gesprochen und Republik wird als Staatsform fast synonym oder gleichgesetzt mit Demokratie, wobei Republik eigentlich nur heißt, öffentliche Angelegenheit soll bedeuten, die öffentlichen Angelegenheiten werden nicht durch eine einzige Person entschieden und geregelt, sondern eben durch mehrere Personen, durch Wahlen, durch das Volk, wie auch immer, jedenfalls nicht durch eine einzelne Person oder eine kleine Gruppe von Personen. In Deutschland haben wir eine repräsentative Demokratie, das heißt also, wir wählen Volksvertreter in den Bundestag und der Bundestag wiederum seinerseits wählt die Herrschenden, also die Regierung. Ein Beispiel, wie aktuell das Losverfahren, die Demarchie eingesetzt wird, ist augenblicklich gerade in Baden-Württemberg. Im März 2017 hatten handstreichartig die Regierungsparteien und auch einige Oppositionsparteien sich üppige Staatspensionen für Abgeordnete gewährt. Es gab einen Aufschrei in der Opposition und in den Zeitungen. Man ist dann, als man sozusagen entdeckt wurde, ist man als Abgeordnete zurückgerudert und hat gesagt, okay, irgendwie müssen ja die Abgeordneten bezahlt werden, aber vielleicht sollen das auch die Bürger direkt mitentscheiden, und deswegen haben die ein Forum dann einberufen im Sommer 2017, und zwar bestehend aus 23 Bürgern plus einigen Experten. Und diese 23 Bürger wurden per Los ausgewählt. Und Ende März diesen Jahres, 2018, soll dann die Entscheidung, beziehungsweise eigentlich eher der Vorschlag dieses Bürgerkomitees präsentiert werden. Die ganze Sache hat 400.000 Euro gekostet. Was war letztlich passiert für dieses ungewöhnliche Verfahren? Man wirft den Abgeordneten vor, sich selbst bedient zu haben, also ohne Rücksicht auf die Interessen des Volkes. Und das wird eben durch ein Losverfahren korrigiert. Also eine kleine Schicht bedient sich selbst. Eine kleine herrschende Schicht bedient sich selbst. Wo haben wir das nun schon mal gesehen? Wir hatten schon mal gesehen, dieses Problem in dem Bereich der Römischen Republik. Wir hatten gesehen, die Römische Republik war unterteilt, grundsätzlich in die Patrizier, die Senatoren stellten, also eine kleine Oberschicht, und in die Plebejer, die Unterschicht, die durch den Volkstribun repräsentiert waren. Und so hat man sozusagen zwei Vertreter gehabt, die jeweils eine unterschiedliche Gruppe des Volkes vertraten, und in einem Ausgleich sollte hier allen Interessen gerecht werden. Bei uns braucht man im Grunde genommen ja kein Volkstribun, weil unsere Theorie ja davon ausgeht, dass alle Bürger repräsentiert sind. Es gibt keine zwei Klassen in unserer Gesellschaft, zumindest nicht institutionell.
also nicht in organisierter Form. Und jeder Bürger kann ja mitentscheiden, jeder Bürger hat eine Stimme, egal ob reich, ob arm, ob schlau, ob dumm. Jeder darf mitwählen und deswegen sollte es eigentlich überhaupt gar kein Bedürfnis geben für ein korrigierendes Element wie das Lostriebverfahren oder für einen etwaigen Volkstribun. Aber die Realität bei uns ist natürlich eine andere inzwischen geworden, aber vielleicht auch schon grundsätzlich generell bei Wahlen angelegt. Nämlich als Beispiel: von 709 Abgeordneten des Bundestages sind 9 Hauptschüler, müssten aber eigentlich, wenn sozusagen die Gruppe der Hauptschüler repräsentiert werden sollte, 244 sein. 53 Abgeordnete im Bundestag von 709 Abgeordneten haben Migrationshintergrund. Eigentlich sollten es aber 107 sein. Also im Bundestag sind Vertreter, die eine Hauptschule besucht haben, im Umfang von 1,3% vertreten, bei 35,7% Anteil der Hauptschüler an der Gesamtbevölkerung. Bei der Realschule ist es ähnlich krass, 3,4% aller Bundestagsabgeordneten haben Realschulhintergrund und müssten aber eigentlich, wenn diese Gruppe repräsentiert werden sollte, bei 30,5% aller Abgeordneten liegen. Umgekehrt verhält sich natürlich wieder mit akademischen Abschlüssen. Da ist es wieder so, 86,9% aller Abgeordneten haben eine universitäre Ausbildung, wobei der Schnitt in der Gesamtbevölkerung derjenigen, die studiert haben, bei 18,5% liegt. Das ist natürlich ein schiefes Bild, weil es haben ja nicht alle Hauptschüler die gleichen Interessen, es haben ja nicht alle Akademiker die gleichen Interessen. Die sind ja eigentlich keine in sich geschlossenen Gruppen, sollte man eigentlich meinen. Also die Theorie ist eigentlich die, dass gesagt wird, welchen Hintergrund nun ein Abgeordneter hat und entscheidet für das Volk, ist eigentlich egal, weil jeder sollte natürlich die Interessen des gesamten Volkes mit vertreten. Aber dem ist natürlich nicht so, denn tatsächlich, und das hat Sigmar Gabriel, der ehemalige Chef der SPD, auch gesagt, die höheren Gruppen, zu denen eben auch die Abgeordneten zählen, sind natürlich in ihrer Lebenswirklichkeit überhaupt meines Erachtens nicht mehr verbunden mit den normalen Leuten, sage ich mal, und ihren Sorgen, Nöten und Ängsten. Und das hat der Chef der SPD auch ziemlich deutlich zum Ausdruck gebracht. Man solle sich nun nicht mehr so viel um die Hipster und deren Probleme und Scheinsorgen kümmern, sondern durchaus wieder dorthin gehen, wo es weh tut, nämlich um die Sorgen und Nöte der kleinen Leute. Dafür sei, so Gabriel, die Partei eben zuständig und nicht für die coolen Sachen. Nun, also, es gibt dieses Problem, zumindest wird es im Augenblick sehr diskutiert, es gibt dieses Problem der Zweigespaltenheit der Bevölkerung, der Bürger in Reiche und Arme. Und da soll eben, ähnlich wie in der Römischen Republik, die Zweigespaltenheit aufgefangen, aufgewogen, abgemildert werden durch in der Römischen Republik ein Volkstribun und hier durch die Einführung bei streitigen, besonders kritischen Themen, wo man den Abgeordneten kein Augenmaß, keine Interessenvertretung des gesamten Volkes zutraut durch das neue Losverfahren. Aristoteles, und jetzt kommen wir zu einem Rückgriff, nämlich das Losverfahren ist nicht neu, sondern es ist uralt und eigentlich die Urform der Demokratie. Der alte Aristoteles, ein Philosoph, hat gesagt, ich bin beispielsweise der Meinung, dass es als demokratisch anzusehen ist, wenn die Herrschenden durch Los bestimmt werden, während Wahlen als oligatorisch betrachtet werden müssen. Also, er sagt, durch Wahlen wird über kurz oder lang immer oder in der Regel eine Herrschaft weniger begründet werden. Oligarchie, auch wieder griechisch, kommt von Oligoi, wenige, und Arche, das heißt Herrschaft. Oligarchie, Herrschaft der wenigen.
Man kennt es aus der Zeitung oder aus dem Fernsehen, wenn immer zum Beispiel von russischen Oligarchen die Rede ist. Das heißt also, einige wenige reiche, mächtige Bürger, die sich damals bei der Privatisierung in der Sowjetunion Staatsbesitz unter den Nagel gerissen haben, bestimmen jetzt durch Bestechung von Abgeordneten und sonstigen Manipulationen letztlich die Politik. Also das ist eine Oligarchenherrschaft. Auch das kennen wir bereits aus der Römischen Republik. Erinnert euch bitte an den guten alten Crassus. Der war Plebejer, also nicht fähig, in den Senat gewählt zu werden. Aber er hat eine Menge Geld gemacht und hat sich einfach die Senatoren gekauft, die er für nötig hielt, um seine Interessen durchzusetzen. Gut. Ähnliches muss man auch sagen, wird zum Beispiel in Amerika jetzt gesagt. Dort hatte das Verfassungsgericht zugelassen, dass Wahlkampfspenden auch von Unternehmen und Unternehmensgruppen in sehr großem Maße erfolgen dürfen und keiner Begrenzung unterliegen. Und jetzt ist natürlich passiert, was passieren musste. Reiche Unternehmer, sehr, sehr reiche Unternehmer, Milliardäre, haben Wahlkampfspenden in Millionenhöhe verteilt. Und das bleibt natürlich auch nicht ohne Folgen für die Politik, sodass man heute teilweise resigniert sagt, also Amerikaner sagen das resigniert, dass im Grunde genommen in Amerika durch diese Zulässigkeit von enormen Wahlkampfspenden man eine gekaufte Republik habe. Auch hier wieder Crassus ist das Vorbild all dessen. Wir sind also hier mit einem Verfahren am Start im Jahre 2017, das von dem guten alten Philosophen Aristoteles für gut beheißen wurde und das eigentlich die Urform der Demokratie darstellt. Denn Demokratie kommt von den alten Griechen und die hatten das eben so gemacht. Es wurde, ich glaube, für ein Jahr wurden Ämter vergeben. Die Bürger versammelten sich in Athen und dann wurde per Los wurden die Beamtenstellen ausgelost unter den Bürgern. Es ist natürlich tatsächlich so, dass Frauen durften nicht mitmachen und es durften auch zum Beispiel keine Sklaven abstimmen. Also so gerecht war die ganze Geschichte nun auch nicht. Aber jedenfalls immerhin, ein Losverfahren wurde angewandt. Der einzige, der nicht per Los bestimmt wurde, und da zeigt sich vielleicht auch die Grenze dieses Verfahrens, war der sogenannte Strategos. Das war im Grunde genommen der Heerführer der Athener. Da hat man wohl gesagt, naja, bevor ein wirklich unfähiger, durch Los bestimmter Strategos, also Leiter oder General des Heeres bestimmt wird, da wollen wir doch lieber vorher eine Auswahl treffen und diesen durch Wahlen bestimmen. Denn dann ist gesichert, dass hier nicht durch einen Zufall eine Person in eine Machtstellung kommt, die im Grunde genommen den ganzen Staatsgefüge an sich reißen kann. Die gleiche Angst ist später auch aufgekommen. Ihr habt es ja gesehen bei den Römern. Auch die hatten immer wahnsinnige Angst, dass sich jemand die Armee unter den Nagel reißt und mit dieser Armee dann sozusagen die Politik bestimmt. Nun gut, also der gute alte Aristoteles, da will ich vielleicht auch bei der Gelegenheit ein bisschen was zu ihm erzählen, denn letztlich ist er Anknüpfungspunkt auch für die Frage, die ich im letzten Teil der Cäsar-Darstellung gestellt habe, wie kommt es eigentlich, dass der Pharao zu römischer Zeit einen griechischen Namen trug, nämlich Kleopatra, ihr Bruder Ptolemäus. Also insofern fangen wir hier auch wieder ein bisschen die Römische Republik ein. Aristoteles, der alte Philosoph. Aristoteles lebte 384 vor Christus bis 322 vor Christus. Ich habe hier mal ein Bild von ihm. Ich weiß nicht, ich komme jetzt hier mit den etwas schwer zurecht. Das ist eine Büste von Aristoteles. Und die hänge ich jetzt mal hier hin. Wir müssen natürlich auch wieder bei unserem Flux-Fabulator rückwärts drehen. Wir waren
stehen geblieben bei Johann Sebastian Bach, Barockmusik, 1685 bis 1750. Wir drehen jetzt zurück die gesamte Zeit wieder bis zur Nulllinie. Wir drehen vorbei an unserem letzten Thema. Im letzten Thema hatten wir Julius Caesar und das Ende der Römischen Republik. Und da ist eben auch schon der Begriff Volkstribun, der heute gewissermaßen mittelbar eine Rolle spielt, mit aufgeführt. Und wir drehen dann weiter und wir drehen dann bis 384 vor Christus. Dort ist Aristoteles geboren, der Verteidiger und Begründer des Losverfahrens, das heute wieder angewandt wird, jedenfalls zum Teil in der modernen Zeit. Aristoteles war ein Philosoph und verließ nach Platons Tod, Platon war sein Lehrer, auch ein berühmter Mann, mit dem wir uns vielleicht später nochmal beschäftigen müssen, Athen und wurde Lehrer von Alexander dem Großen. Alexander dem Großen, das wird er sicherlich schon gehört haben, hat Weltruhm, unsterblichen Ruhm erlangt durch seine Eroberungen und wie gesagt, Aristoteles wurde Lehrer von Alexander, als dieser jung war, Alexander von Mazedonien, das ist in Nordgriechenland, da tobt auch gerade ein Streit um den Namen Mazedonien, jedenfalls hat Philipp II. Von Mazedonien in Nordgriechenland für seinen jungen Sohn Alexander Aristoteles von Athen nach Pella geholt, so hieß die Hauptstadt der Mazedonen damals. Und der Aristoteles ist eigentlich bis heute weltberühmt, weil viele Schriften sind von ihm hinterlassen worden und er insofern große Wirkung erzielte. Er hat zum Beispiel Unterscheidungen und Begriffe geprägt, die wir heute noch verwenden. Also der Unterschied zwischen Theorie und Praxis, darüber hat er nachgedacht und hat die Unterscheidung zwischen praktischer Anwendung und theoretischer Durchdringung, hat er begründet. Auch Begriffe wie die Materie stammen auch von ihm. Und was ich sehr interessant fand, er hat den Begriff der Epigenese geprägt. Den Begriff gab es damals noch nicht, aber der heißt nachträgliche Entstehung. Der hat also sich angeschaut, einfach einen Dotter, und hat dann geschaut, dass da ein Küken rauskam und hat sich dann überlegt, aus diesem Dotter, da ist ja noch überhaupt nichts angelegt, der entgleicht ja noch in keinster Weise einem Küken. Das heißt also, es wird völlig neu geschaffen, in einem Prozess neu geschaffen und es wächst sozusagen nicht ein kleines Küken zu einem großen Küken heran. Demgegenüber wurde bis rund 1900 noch in der Wissenschaft vertreten, dass im Grunde genommen ein Embryo nichts anderes sei als ein kleiner Mensch, es sei alles schon angelegt und es würde dann einfach nur noch wachsen. Das ist natürlich unsinnig, war aber, weil man sozusagen nicht auf den alten Griechen gehört hat, lange Zeit herrschende Meinung bis in die Neuzeit hinein. Man nennt das Präformationslehre oder Vorbildungslehre, also alles ist schon angelegt und entfaltet sich einfach dann nur noch durch Wachstum. Das hat also der alte Aristoteles schon damals durchdacht. Echte Experimente haben die alten Griechen noch nicht ausgeführt, so wie wir sie heute in der Wissenschaft machen. Aber immerhin, er hat sich mit der Frage beschäftigt, wie kommt es, dass aus einem Dotter, einer unförmigen Masse, ein kleines Küken entsteht. Aristoteles' Werk, umfangreiches Werk, kam über die alten Römer und später über die Klöster und die Araber auf uns heute über und wurde in der Renaissance wiederentdeckt. Zum Beispiel Sulla, auch den kennen wir bereits aus dem Ende der Römischen Republik, hatte 86 vor Christus Athen erobert und hatte da einfach mal einen Stapel Bücher, also Handschriften, von Aristoteles mit nach Rom geschleppt und dort wurden sie eingehend studiert. Also Aristoteles, der Lehrer von Alexander II. Alexander II. Lebte von 356 bis 323 nach Christus, also logischerweise in der Lebenszeit von Aristoteles. Und
Als König von Mazedonien, nachdem sein Vater Philipp II. Gestorben war, eroberte er Griechenland, ganz Griechenland, Persien, Afghanistan, Pakistan, bis zum Indus, bis nach Indien, eroberte er alles in einem großen Feldzug, der Jahre dauerte. Und eroberte aber auch eben Ägypten. Und jetzt könnt ihr euch schon denken, woher es kommt, dass in Ägypten Herrscher mit griechischen Namen vorhanden waren, als Caesar und Pompeius in Griechenland anlegten, nämlich Kleopatra und Ptolemäus. Jedenfalls gibt es ein sehr schönes Bild, das sollte man tatsächlich auch kennen. Das ist ein Mosaik, wie es im Pompeji circa 150 bis 100 vor Christus wohl ausgelegt wurde, und es stellt Alexander in der Schlacht bei Issos 333 vor Christus gegen Darius III., den Perserherrscher, dar. Wir sehen hier sehen wir Alexander den Großen auf dem Pferd, wie er sein Speer schwingt, und wir sehen hier oben das hier, das ist Darius, wie er vor Schrecken seinen Streitwagen wendet und flüchtet. Der olle Alexander wird hier so als der strahlende Held dargestellt, während Darius III., meines Erachtens ein sehr großer Herrscher, ein bisschen als Schwächling oder Feigling dargestellt wird, unberechtigterweise meines Erachtens. Jedenfalls, so war das halt damals. Die Römer berufen sich natürlich gerne auf die Griechen, und die Griechen waren ihre großen, wie soll ich sagen, Vordenker, Helden, auch weil in Rom natürlich so griechische Sagen wie der Trojanische Krieg oder die Irrfahrten des Odysseus natürlich bekannt waren und geschätzt wurden. Also, links, hier stürmt Alexander auf sein Pferd an, und da sein Widersacher Darius III., Großkönig von Persien, der seinen Streitwagen umlenkt. So, also hier haben wir den Alexander den Großen, und der eroberte, wie gesagt, eben auch Ägypten, und nach dem Tod Alexander hatte nicht richtig vorgesorgt für die Zeit nach seinem Ableben. Er starb auch sehr, sehr jung. Er starb in den Mitte 30, glaube ich. Er hatte wie sein Ableben nicht vorgesorgt, und dann, wie es immer in der Geschichte ist, bei unklaren Verhältnissen beginnt der Streit, und die Generäle haben dann in einem langen Prozess letztlich das Reich aufgeteilt, und wer bekam Ägypten? Ptolemäus der Erste, richtig. Und zwar sieht Ptolemäus so aus, das ist auch wiederum eine Büste von Ptolemäus, 367 vor Christus bis 283 vor Christus. Ptolemäus der Erste wurde also, oder raffte sich den ägyptischen Teil des Herrschers, des Reiches, das Alexander der Große gegründet hat, an sich und war der Herrscher. Und so kommt es eben, dass Caesar dann, als er Pompeius verfolgte nach Ägypten, auf eine Kleopatra die Siebte und ihren Bruder Ptolemäus den 13. traf, die sich um den Thron stritten. So schließt sich sozusagen der Kreis wieder von Aristoteles zu Caesar. Gut, also wieder zurück zu dem eigentlichen Thema. Die Griechen erfanden und von Aristoteles verteidigt das Losverfahren als demokratische Form. Später, bis 1797, war das auch ein komplizierteres Losverfahren, war auch das Verfahren zur Bestimmung des Herrschers von Venedig, als Venedig die Seerepublik, die große Handelsrepublik, eben im Dogen, so hieß der, einen Herrscher hatte, einen per Los und Wahl in einer Mischform bestimmten König oder Herrscher. Letztlich dient das Losverfahren heute
dazu, die Akzeptanz der Bürger zu stärken für Entscheidungen, die getroffen werden müssen. In dem Fall, wo man sagt, naja, wir wollen hier eine breitere Basis haben als die gewählten Abgeordneten oder aber eine repräsentativere Basis haben als die gewählten Abgeordneten, bei denen wir vermuten, die gehören sozusagen einer Gruppe an, einer Gesellschaftsgruppe an, die nicht in der Lage ist oder nicht willens ist, die andere Gruppe zu vertreten oder deren Interessen zu vertreten. Und dieses Losverfahren, die Demarchie, diese wurde 2000 zum Beispiel in Australien angewandt, als es um die Frage ging, ob und wie man ein Getränkepfand einführt. Ich nehme an, dass da auch der Grund war, dass natürlich da ungeheure wirtschaftliche Interessen von den Firmen, Getränkefirmen und Recyclingfirmen und sowas eine Rolle spielten. Könnte ich mir vorstellen, ich habe es nicht nachgeprüft. 2013 in Irland wurden 66 Bürger und 33 Politiker in, ich glaube, ein Jahr dauerte der Prozess, in einem Forum zusammengeführt und die mussten entscheiden über die Abtreibung und die Homo-Ehe. Auch hier hat man gesagt, wir brauchen eine breite Basis. Die Bevölkerung muss sich vertreten fühlen und da ist das Losverfahren vielleicht eine ganz gute Sache, gerade bei so kontroversen Entscheidungen. Vielleicht ist es auch so, dass in Irland wurde dann tatsächlich, glaube ich, Abtreibung zulässig und die Homo-Ehe eingeführt. In Frankreich, wo Ähnliches passierte, Frankreich ist auch sehr katholisch und da bestehen große Vorbehalte gegen die Abtreibung in der Bevölkerung und auch gegen die Homo-Ehe. Und da führte dann eine Entscheidung des Parlaments bzw. der Regierung dazu, dieses zuzulassen, doch zu äußerstem Unmut in Teilen der Bevölkerung. Und das hat man in Irland, das ja auch sehr katholisch ist und sehr konservativ in diesen Fragen, eben meines Erachtens wahrscheinlich dadurch vermieden, indem man hier so ein Bürgerforum mitentscheiden oder zumindest einen Vorschlag hat unterbreiten lassen. Dagegen spricht gegen das Losverfahren natürlich, behauptet wird, dass die Bürger, die sich mit diesen Fragen beschäftigen müssen, gar keinen Sachverstand haben. Nur das halte ich nun für ein äußerst wiederum selbst Interesse gelenktes Argument. Man muss sich doch nicht einbilden, dass egal welcher Bürger gewählt würde oder gelost würde in so ein Gremium, dämlicher ist als die Abgeordneten. Ich glaube, da greift die Normalverteilungskurve und glückliche Zufälle haben vielleicht den einen oder anderen in höhere Regionen der Gesellschaft und letztlich zum Abgeordnetenstatus gebracht. Aber dass man grundsätzlich sagen kann, die Bürger, die per Los bestimmt werden, sind nicht in der Lage, ähnlich sachgerechte Entscheidungen bei entsprechender Zuarbeit durch Fachleute zu treffen wie die Abgeordneten, das ist schon ganz schön hochnäsig. Natürlich muss man sehr sorgfältig überlegen, wann, wie und wo man ein Losverfahren einführt, aber es abzutun, dass die Bürger keinen Sachverstand gehabt haben würden und den sich auch nicht aneignen könnten, die zugelost würden, also das ist schon eine ziemliche Frechheit. Und mit diesem Argument könnte man natürlich auch noch sagen, früher, ja, dann kann man auch, oder mit diesem Argument hat man auch zum Beispiel das Frauenwahlrecht abgelehnt. Die Frauen, sagte man, sind zu dämlich, sachgerechte Entscheidungen zu treffen. Gleiches gilt für die Arbeiter. Oder aber man sagte, die Armen sind zu dämlich, also muss eine Stimme eines Reichen das Dreifache zählen. Sowas hatten wir auch schon mal in Deutschland. Also das ist meines Erachtens ein völlig illegitimes Argument. Dann wird noch hervorgehoben, ja, die Beamten hätten dann viel mehr Macht, denn die Beamten als Sachverständige, als Zuarbeiter eines solchen Gremiums, die haben natürlich eine enorme Macht, indem sie vorsortieren, welche Informationen, welche Gutachten, welche Entscheidungsgrundlagen kriegen eigentlich ausgelosten Bürger zu sehen. Nur, ich denke, auch da wird man dahinter kommen mit der Zeit, wenn man durch Beamte gelenkt werden
würde. Das Einzige, was ich eben für problematisch halte, es ist ein sehr schwerfälliges Verfahren, 400.000 Euro in Baden-Württemberg, ein Jahr haben die Bürger gebraucht oder werden ein Jahr brauchen, um die Entscheidung zu treffen. Das ist natürlich alles sehr schwerfällig. Aber wie gesagt, ich halte die Argumente, die dagegen sprechen, außer diesem Schwerfälligkeitsargument, für nicht hinreichend. Es ist natürlich klar, so ein Losverfahren kann einen ganz schönen Strich durch die Rechnung von Interessengruppen machen. Und insofern ist vehementer Widerstand wahrscheinlich da bei solchen Verfahren oder gegen die flächendeckende Einführung solcher Verfahren natürlich zu erwarten. Also, lange Rede, kurzer Sinn, ich halte das Losverfahren, das aktuell eingeführt wird, deshalb für einen heißen Scheiß, weil es zum einen eine Abhilfe schaffen soll für eine Schwachstelle in unserem demokratischen System, die es eigentlich theoretisch gar nicht geben sollte. Und damit wird ein Schlaglicht geworfen auf ein meines Erachtens aktuell sehr wichtiges Thema, nämlich die Strukturierung, die Spaltung unserer Gesellschaft in, wie soll ich sagen, eine reiche Oberschicht, zu der ich zugegebenermaßen selber auch wahrscheinlich gehöre, wenn man die Messlatte dafür anlegt, und in eine Schicht, die keine Chancen hat, oder geringere Chancen hat, keine umfassenden Vermögenswerte, kein geregeltes Einkommen und die auch zunehmend weniger Chancen hat, für ihre Kinder bessere Verhältnisse sich zu erarbeiten bzw. ihren Kindern Zugang zu höheren Schichten und zu Bildung zu gewähren. Also insofern ist es ein heißer Scheiß, weil es ein Problem offenlegt in unserer Gesellschaft, das lange nicht gesehen wird, und es ist ein heißer Scheiß, weil es dafür in bestimmten Bereichen eine Abhilfe schaffen kann. So viel dazu in der Rubrik der heiße Scheiß. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu Tode gelangweilt damit, aber bleibt mir treu und bis dann. Tschüss.